heute auf Tour in heimischen Gefilden. Ja? Königswinter, Drachenfels. Papa holt mich gleich ab. Ich bin hier auf dem Parkplatz in Hilden. Hier haben wir uns verabredet und treffen uns. Wetter ist super. Es ist Montag. Ich habe noch bis 17 Uhr frei. Das heißt, ich hoffe, wir haben eine entspannte Tour vor uns. Ja. Guten Morgen! Oh! Na? Freust du dich? Ja. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Da sind wir. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist nichts los hier. Weingarten. Das ist wirklich ein Weingarten, Straßen, Parkplatz. Aber es ist Montag. Ich habe auch erwartet, dass wir nichts sehen. Hier ist übrigens das Womo. Komfortabel. Wir sind gut gereist. So, wir sind gestartet durch das wunderschöne Nachtigallental. Man hört noch die Straße. Also mit Natur ist noch nicht so ganz viel. Die Ruhe der Natur. So, das Schloss war natürlich zu, aber wir wollten jetzt eh nicht rein. Da sieht man es nochmal. Yes, und jetzt geht's hoch zum Drachenfelsweg. Entspannen. Yes. Der Rhein. Till my shadow turns to sun rays and I... Ja, also die Aussicht auf der Wolkenburg. Wir haben uns jetzt hier hingesetzt für ein Äpfelchen. Aber braucht man es nicht. So, 2 Stunden 48 waren wir jetzt unterwegs. Jetzt sitzen wir hier und machen noch mal Rast. Essen. Schreiben. Chillen. Route ist schön. Von hier aus geht es jetzt wieder runter. Klar, ist natürlich wenig los. Ich glaube, wenn man einkehren kann, ist es noch netter, aber dann ist es wahrscheinlich auch sehr viel voller. Aber ansonsten hat sich das schon gelohnt. Mal gucken, wie lange wir jetzt noch runter unterwegs sind. Ich werde berichten. Zurück. 2 Stunden 49 Gehzeit. 3 Stunden 38 komplett unterwegs. Es war schön. Es waren knapp 13 Kilometer. Höhenmeter sind, glaube ich, so 400. Und jetzt ist es ja auch schon bedeutend voller. Es kommen hier einiges an Besucher und es ist Montag. Also ich will nicht wissen, was hier Samstag oder Sonntag los ist. Wir cruisen jetzt zurück. Hat uns gut gefallen. Kann man machen. Wenigstens mal ein bisschen was an Bergen in diesem flachen Land. In diesem Sinne. Adios. Bis zum nächsten Mal.